Bei dieser Zündkerze ist ein Problem, und zwar, wenn man tief in den Atmungsraum der Zündkerze reinschaut. Bei dem Fahrzeug, war es 1967, war laut werkseitiger Vorschrift ein Kerzenwärmewert drin von 215. Die Feinheiten tun wir später noch erklären. Jetzt sieht so aus, dass diese Motoren in der Regel bis zu 2 Wärmewerten nach unten müssen. Das heißt, ich fahre jetzt den Motor mit einem Wärmewert von 175. Das hat ganz gewisse Gründe, weil der Fahrbetrieb früher war etwas anders, auch der Treibstoff war anders und auch die Kerzenherstellung war auch etwas anders. Drum hat sich das jetzt im Laufe der Zeit etwas geändert, aber dazu noch mehr. Wir stehen hier vor einem Fahrzeug, Baujahr 1967. Der Motor hat ca. 100.000 Kilometer Laufleistung. Das ist ein Vergasermotor, ein 6-Zylinder mit 2 Registervergaser und Stadtautomatik. Was wir hier mal zeigen wollten, ist eigentlich, wie das Kerzenbild sich ändert, je nach Fahrbetrieb, Stadtverhalten und die weiteren Feinheiten hinterher. Ich habe jetzt schon einmal eine Kerze rausgeschraubt. Man sieht hier das Kerzenbild. Das Kerzenbild zeigt ganz klar, dass das Fahrzeug im Kaltstart war. Man sieht, der ganze Isolator ist verrußt und ist dunkel. Normalerweise wäre das richtig hell. Wenn der Motor kalt ist, ist die Verbrennungstemperatur sehr niedrig und dadurch wird die Kerze erreicht nicht ihre Selbstreinigungstemperatur. Hier sehen wir die Kerze nach dem Kaltstart. Wie jetzt schon erklärt, kalter Motor, viel Sprit im Verbrennungsraum, damit Verbrennungstemperatur sehr niedrig. Folge, der Isolator bleibt dunkel oder ist dunkel. Erst wenn der Motor warm wird, die Start- bzw. Warmlaufeinrichtung ausgeht, der Motor Betriebstemperatur hat und nach ein paar Minuten Fahrstrecke steigt die Betriebstemperatur und der Ruß und der Belag am Kerzenisolator verbrennt und damit wird der ganze Isolator wieder sauber. Man sieht es an dieser Kerze hier. So würde die jetzt auch aussehen, wenn ich den alten Motor warm fahren würde. Nur die beiden Kerzen mal als Vergleich. Hier ist das Kerzenbild okay, da müssen wir den Kerzenwärmewert nicht ändern. Auch die gesamte Motorsituation, Einstellung, mechanischer Zustand ist okay. Auch der Wärmewert passt noch zu dem Motor, der laut der Vorschrift vom Fahrzeughersteller. Und jetzt können wir einen Schritt weitergehen und nehmen als Vergleich eine Kerze uns vor, die ein sehr schlechtes Bild hat, ein ganz schlechtes Bild. Und zwar stecken wir hier daneben, dann sehen wir das nämlich noch besser. Man sieht hier, erstens ist der Isolator recht dunkel. Das heißt, obwohl der Kerzenwärmewert zum Motor passt, bleibt die Kerze komplett viel zu dunkel, ist auch leicht nass und hat einen sehr starken Belag aus Asche und in dem Fall aus Öl. Verbranntes Öl bildet einen sehr starken Belag und eine Kruste. Wir sehen hier ganz klar, dieser Motor oder dieser Zylinder verbraucht sehr viel Motoröl. Das heißt, der Motor ist mechanisch verschlissen und es sind mechanische Fehler da. Bei diesem Kerzenbild
ist Handlungsbedarf, weil mechanische Mängel im Motor sind, beziehungsweise an diesem Zylinder, wenn es nur eine Zündkerze ist. Hier bringt es gar nichts, langfristig, mittelfristig, wenn man den Kerzenwärmewert niedriger macht, dann wird zwar die Kerze wärmer, aber bei dem sehr starken Ölkrustenbersatz würde es, wenn man dann weiterfährt, zum richtig großen Motorschaden kommen. Bei dieser Zündkerze sieht man ganz eindeutig, der Motor war im Kaltstart und dadurch ist der ganze Kerzenisolator, das hier, schwarz und rußig. Hier sogar noch etwas Treibstoff feucht. Bei dieser Kerze hier würde ich sagen, Motor betriebswarm und war im Startbetrieb. Hier kann der Isolator ruhig noch etwas heller sein, wenn man über Land fährt oder auf Autobahn mit höherer Leistung, sprich Last. Das ist Normalbild. Hier sind zwei Zündkerzen, gleicher Bauart, gleicher Motor. Diese Zündkerze ist Normalbild, könnte vielleicht ein bisschen heller sein, aber nur minimal der Isolator. Bei dieser Zündkerze ist ein Problem, und zwar, wenn man tief in den Atmungsraum der Zündkerze reinschaut. Atmungsraum ist der Zwischenraum zwischen dem Zündkerzenisolator und dem Gehäuse der Zündkerze. Wenn man tief reinschaut, sieht man, dass der Isolator bis zum Grund komplett weiß ist. Wenn das der Fall ist, ist der Wärmewert der Kerze eine Stufe zu niedrig. Die Kerze wird zu heiß. Wenn man bei dieser Kerze reinschaut, sieht man unten noch einen dunkleren Ansatz. Die Kerze passt. Grundvoraussetzung für eine richtige Zündkerzenbeurteilung, ob der Wärmewert passt oder nicht passt, ist natürlich ein Motorzustand, der mechanisch astrein ist, dass Motoreinstellungen wie Zündzeitpunkt, Zündanlage, Vergaser, Einspritzanlage und auch Ventilspiel passt. Nur dann kann man das Zündkerzenbild richtig beurteilen. Und beurteilen muss man es auch vor allen Dingen im warm gefahrenen Zustand im mittleren Lastbereich. Also es hilft also nichts, nur 3 Minuten mit dem Auto fahren durch die Stadt. Das wäre dann schlecht. Dann wäre die Beurteilung falsch. Die Zündkerzenwärmewerte werden eingeteilt in gewissen Zahlen. Die alte Zündkerzennorm von Beru und Firma Bosch waren zum Beispiel 175, 200, 215, 225 und weiter nach oben. Irgendwann kam dann der Bruch und man hat dann nur gesagt 5, 6, 7, 8 oder 9 oder sogar noch mehr Zahlen. Ja, dann gab es so eine Umrechnungstabelle, was ist. Also die alten Kennzahlen, wie man sie kennt, so von früher, gibt es eigentlich nicht mehr. Oder werden nur teilweise noch auf die Verpackung zusätzlich mit aufgedruckt. Schönen Dank für Ihr Zuschauen und mich würde es sehr freuen, wenn Sie mal das Video liken würden. Danke.